Also ich bin die Mina und mache Musik, seit ich ein Kind bin. Das kann man gar nicht so am Genre festmachen. Ja, also faszinieren tun mich Musiker oder Musikerinnen, die starke Stimmen haben, die, bei denen ich was spüre, wenn sie Musik machen. Das ist für mich in Wahrheit genreunabhängig. Aber der Blues, Soul, würde ich mal sagen, Gospel sowieso, hat natürlich die Affinität für Emotionen, weil es aus dem wahrscheinlich auch rausgekommen ist. Aber in Wahrheit ist das jede Form der Musik. Ja. Bei der Roots Music würde ich genau, für mich fängt das beim Gospel an. Ja. Der Gospel ist für mich Vater und Mutter fast jeglicher Musik. Und die Roots-Szene, würde ich sagen, das ist genau da, wo alles entstanden ist, ja, wo alles nur einfach ist. Dann hat man es halt entwickelt in verschiedene Richtungen und wie soll ich sagen, filigraner gemacht oder voodoo-mäßiger, ja, aber der Roots ist der Boden, die Erden. Ja, seinen eigenen Film einspannen, ja, das ist eigentlich genau das, was ich haben will, dass man zu der Musik seine eigene Geschichte einlegt und durchlebt. Ah, ja, es muss nicht meine sein, nur weil es meine Worte sind. Jeder darf da seinen eigenen Film und seine eigene Reise einlegen, ja. Ich bin nur die Hand, die hält am Weg, mehr tue ich nicht. Es war heute, muss ich sagen, wunderbar. Es war spontan und es war eine herzliche Sache und eine groovige Sache. Und mit dieser Band zu spielen, Mina, Chris und Engels, ist natürlich... Also ich war vor Ehrfurcht erstarrt und wollte gar nicht quasi Platz nehmen, weil ich nichts zusammenholen wollte quasi. Was aber dann, glaube ich, gut passt hat. Also ich habe mich dann wohlgefühlt. Wir probieren es einfach.
Und wir freuen uns, der Chris ist bei den Kingsmen dabei, der Kingsman Elvis Presley. Und wir werden am 7.11. genau hier spielen und vielleicht kommt ja auch die Nina zu Gast vorbei, wenn sie möchte. Schon der erste Act des heutigen Abends, und zwar zeitgenössischer Zirkus. In Circus Relations gestalten drei Zirkuskünstlerinnen ein gemeinsames Abendprogramm. Den Anfang macht Aurelia Eidenberger. Sie wird am Schlappseil ihre Arbeit One-Liner performen, begleitet vom Gitarrenspieler Tino Liangos. Danach kommt Kumquat, ein hybrider Ansatz von Akrobatik, Performance und Tanz von Charlotte Lemay und Verena Schneider. Viel Vergnügen. Und genau, ich bin in Österreich geboren, war dann in Italien in einer Zirkusschule, recht spät eigentlich so für die Zirkuswelt, und war jetzt viele Jahre in Frankreich, in Toulouse, anfangen, ja. Für mich, ich habe immer sehr gern Stücke angeschaut, weil es mich zum Träumen gebracht hat, weil ich neue Sachen sehen wollte, weil es mich zum Nachdenken angeregt hat. Und ich habe als Kind selber in einer kleinen Kinderzirkusschule mitgemacht, wo ich dann selber auch unterrichtet habe und habe dann andere Dinge gemacht, und irgendwann war plötzlich wieder, ja, warum nicht das professionell zu machen, weil ich es gern. Also ich bin der Tino Liangos, ich bin Musiker. Ich bin zum Zirkus gekommen eigentlich zufällig und dann dabei geblieben, weil ich es so super finde, und es so spannend ist, das Zusammenspiel irgendwie aus Artistik und Musik ist einfach wie wie beim Improvisieren in der Musik, nur dass man halt die neue Ebene hat, dass Leute auch artistisch was darstellen und ich kann das dann vertonen, und andersrum kann ich Sachen spielen und die Aurelia kann dann quasi die Bilder dazu erschaffen, genau. Like there is like physical training, it's artistic, it's musical, it's party, it's being serious with what you do, and it's extremely free, so that's how it's and why. Also ich bin zum Zirkus gekommen, weil ich eine Reise in Südamerika gemacht habe. Also ich habe eigentlich auf einem Wiederaufforstungsprojekt gearbeitet und bin da irgendwie in Südamerika eigentlich zuerst auf die Straßenkunst sozusagen und auf die Jongleure getroffen, weil ich bin aus Tirol und habe das dort nicht gekannt, habe aber eben als Jugendliche viel geturnt und Ski gefahren und andere Sportarten ziemlich intensiv betrieben. Und genau, und dann habe ich mich auch gleich verliebt und habe mich dann umorientiert und bin auch wie die Aurelia nach Italien gegangen und nach Frankreich, und da habe ich auch die Charlotte kennengelernt, und ja, und dann hat sich das so entwickelt und jetzt sind es dann auch schon über 11 Jahre. You and me.
I see that you are here. I see you over there. I see that you are full of... Wenn wir schon schlechte Nachrichten verbreiten, dann mit einem Lächeln. Meine Damen und Herren, wir haben schlechte Nachrichten für Sie. Also genau gesagt, eine schlechte und eine noch schlechtere. Welche wollen Sie zuerst hören? Ich fange mal mit den Fakten an. Also die noch schlechtere. Meine Damen und Herren, Sie wissen, wir leben in schwierigen Zeiten. Weltwirtschaftskrise, Finanzkrise, Eurokrise, Klimakrise. Corona-Krise. Überall werden Budgets gekürzt, gleichzeitig wird alles teurer. Zum Punkt schnell. Gut, meine Damen und Herren, wir hatten ja für unser Stück einen ganz fantastischen Romeo aus Padua. Aus Verona? Richtig, aus Verona, in der Nähe von Padua. Also wirklich ganz ein fescher Bursche war das. Schwarze Augen, blaue Haare. Wenn man dann umgekehrt. Blaue Augen, schwarze Haare. Auf jeden Fall ein fescher Kerl aus Verona. Das kannst du laut sagen. Aus Verona! Dass er fesch war. Gut, ja, das hat ihm aber nichts genützt. Wir konnten ihn leider nicht engagieren. Aber es ist tatsächlich so eine Art Nachdichtung. Romeo und Julia war das Erste. Bei uns heißt es ja Julia und Romeo. Ladies first. Und es ist tatsächlich eine, ich sag mal, eine Tragikkomödie. Es ist natürlich die gleiche Geschichte, die eigentlich tragisch ist, aber wenn man sie natürlich zu zweit spielt und so wie wir das umsetzen, haben wir natürlich viel komödiantische Elemente reingenommen. Das bietet sich auch an, wenn man die Rollen natürlich wechselt zwischen Männern, Frauen, ohne Perücken und ohne Kostümwechsel. Also das, was Sie sehen, ist alles, was Sie heute Abend sehen werden auf der Bühne. Und von daher ist es, es hat clowneske Elemente, sehr viele musikalische Elemente, aber eben natürlich der Tiefgang der Geschichte, der muss bleiben, sonst bleibt es ein Kasperltheater natürlich. Und das ist es definitiv nicht. Ah, die Caro Athanasiadis, ist mir eine große Ehre, sie gewinnen haben zu können, gewinnen zu können hatten, gewonnen zu haben für dieses Projekt. Sie ist eigentlich für mich in Österreich, wenn nicht die einzige, so mindestens eine der ganz wenigen, wo ich finde, die das machen kann mit mir zusammen, weil sie einfach die Voraussetzung bringt, die Komik, die Musikalität, die Virtuosität und halt im Endeffekt verstehen wir uns auch sehr gut, sowohl auf der Bühne wie auch privat. Und es ist natürlich auch eine Ehre für mich, dass sie mitmacht, weil sie ja mit den Kernöl-Amazonen schon relativ ein gutes Standing hat in Österreich, auch in Deutschland und in der Schweiz. Und jetzt macht sie dann bei Dancing Star mit. Und das freut mich sehr und ich drücke ihr sehr die Daumen. Und alle für die Caro voten. Das wäre toll, wenn sie zumindest ins Finale käme, sagen wir mal so. Feine Blöcke. Ja, das waren Gangs. Ja, Ultras. Auf jeden Fall haben die sich gegenseitig, wie du schon richtig gesagt hast, immer schon verprügelt. Ja, verprügelt? Nein, die haben sich zerstört. Bitte, das war ja Krieg. Die haben um sich geballert, so mit Pumpguns. Was für eine Gans? Entschuldigung. Gans? Ja, Gans. Pumpguns. Du meinst Vorderschaft, repetier, Flinte. Ja, okay. Gut, also dann, ich repetiere. Nein, bitte lass mich. Weißt du, an diesen alten Stoff von Shakespeare muss man ein bisschen moderner rangehen. Geh mal ein bisschen auf das. Ach so. Meine Damen und Herren, die Moderne. Ja. Es ist der 15. Juli 1598. Es ist Freitagabend, 23.30 Uhr. Wir befinden uns hier vor der berühmten Arena von Verona. Seit einigen Wochen... Was machst du da? Ja, ich spiele die Verena von Arona. Nein, die Arena von Verona. Seit einiger Zeit ist es in der Stadt vermehrt zu Unruhen gekommen. Zwei verfeindete jugendliche Gruppierungen sind immer wieder in heftige Kämpfe verwickelt. Der Fürst hat bereits
ein Ausgangsverbot ausgesprochen, aber das scheint hier niemanden zu kümmern, denn seit einer halben Stunde stehen sich die verfeindeten Blöcke der Montagus und Capulets gegenüber. Noch ist die Lage ruhig, aber die Bereitschaft zur Gewalt, die liegt da in der Luft. Ja, und jetzt hört man auch schon die ersten Pöbeleien und Provokationen. Detta di cazzo, cornuto, vaffanculo, porta la tua madre. Hey, ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass du so ein gepflegtes Italienisch sprichst. Schimpfen kann ich in jeder Sprache. Und da, ein biblischer Moment. Jemand wirft den ersten Stein. Und daraufhin folgen Tomaten, faule Eier, Tierfäkalien. Ja, sorry. Entschuldigung, bitte, das ist mein neuer frisch gebückt. Ey, jetzt reicht's aber, ja. Jetzt eskaliert die Situation. Und es kommt zu einer Massenschlägerei. Und da, da kommt auch schon der Bürgermeister mit der Frau vom Bürgermeister. Ja. Mit der Bürgermeisterin mit der Frau vom Bürgermeister. Ja, Amazone zur Dancing Star Amazone. Ja, genau. Wie siehst du da den Mitbewerb? Also die sind alle extrem lieb, ich habe sie ja schon kennenlernen dürfen und ich finde total schade, dass es ein Wettbewerb ist. Ich würde einfach gern 2 Monate tanzen, verschiedene Tänze lernen und dann, dass alle dieses Camp sozusagen gemeinsam abschließen. Aber leider ist es ein Wettbewerb, aber ja, ich freue mich drauf. Das ist wirklich, ich freue mich auf diese Zeit, ich freue mich, dass ich diese Tänze lernen kann und bin gespannt, wie weit ich komme. Darf man 3 Wochen trainieren, also man darf sich sozusagen wirklich vorbereiten, weil viele kommen ja und haben wirklich, sind das erste Mal in Tanzschulen unterwegs. Das ist mein Vorteil, dass ich Ballett gemacht habe und halt Jazzdance gemacht habe und Musical, aber das ist halt doch auch schon 25 bis 20 Jahre her, muss ich auch ehrlicherweise zugeben. Natürlich, das verlernt man nicht, das ist wie Fahrradfahren, also ich durch meine Sängerlaufbahn kann ich natürlich den Takt halten und ich kann zählen und ich weiß, okay, auf die 1 ist da und auf die 4 ist da und so. Aber ich habe jetzt schon im ersten Training gemerkt, das ist wie, ja, wie ein Marathonläufer und ein 100-Meter-Sprinter. Ja? Also ich kann das eine, aber das andere kann ich halt einfach gar nicht. Aber ich lerne es und ich gebe mir Mühe. Also beim Tanzen. Ja, halt sie nur deine Fackel, sagt Mercutio. Aber komm jetzt endlich und fackle nicht so lange. Und schon sitzt sie drinnen, mitten in der Party. Mama Maria, ja, komm, grüß dich, komm.
Juliette Gréco kommt 1927 in Montpellier zur Welt. Ihre Mutter hat einen Polizisten aus Korsika geheiratet, mit Namen Gérard Gréco, der kurz danach an den Genfer See geht und zwei Jahre später nach Montpellier versetzt wird, wo am 7. Februar 1927 Juliette Gréco als zweite Tochter zur Welt kommt. Quand on est dans l'eau, un petit oiseau, s'aimer l'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut, quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, en regardant bas pour voir ce mot qui nage. Et on voudrait bien changer au cours du voyage ces ailes en nageoire, les arbres en choix, le ciel en baignoire. Un petit oiseau, c'est mes amours tendres. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit oiseau, c'est mes amours tendres. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage qui apporterait du ciel bien plus qu'un message. Also ich würde sagen, das Zurückhaltende verbindet mich mit Juliette Gréco. Vielleicht auch mal ein bisschen was Geheimnisvolles, sagt man mir, weil ich eher introvertiert bin. Ja, die Liebe zur Sprache unbedingt, die Schönheit der Sprache. Ja, also bestimmt auch noch einiges andere. Ihre Lebensgeschichte selbst nicht unbedingt. Ja. Naja, es hat ein bisschen länger gedauert. Also zuerst einmal muss ich dazu sagen, die wunderbare Bescheidenheit, die auch in dem Textbuch drin steht, also die meine liebe Kollegin Michaela Ehrenstein an den Tag bringt, ist unvergleichlich. Also ich kann mich erinnern, wir hatten, unser erstes Stück war Melina Mercuri, da war sie Melina Mercuri, das kann ich nicht. Und sie war großartig. Dann hatten wir gemacht Eva und Juan Perón, ein Stück, das ich geschrieben habe, da war sie Eva Perón, das kann ich nicht, sie war großartig. Dann war es Romy Schneider und Helmut Berger, das kann ich nicht, ich kann mich nicht mit dieser Frau gleichsetzen, sie konnte es. Und heute war es eben die Juliette Gréco und alle vier macht sie großartig und ich hoffe, du vertraust mir noch weiterhin. In Zukunft geschrieben hat sie es ja. Es hat eine Zeit lang gedauert, wir haben es auch gemeinsam dann umgeschrieben, also weil anfänglich war es gedacht, dass sie es alleine macht und dann war es eigentlich ihre Idee, dass ich auch mitmache, dann haben wir es wieder umgeschrieben, dann hat sich Michaela Ehrenstein sehr viel Zeit auch genommen, mir zu helfen, es umzuschreiben und, na, und das heutige Produkt habt ihr jetzt gesehen. Französisch studiert auf jeden Fall. Ich habe neben dem Konservatorium auch an der Uni studiert und eben Französisch und Englisch studiert. Und meine Liebe zur Sprache war aber auch vorher schon da. Also ich interessiere mich auch sehr für Fremdsprachen, Dialekte, ja, über das Privatleben, glaube ich, sprechen wir jetzt nicht. Jetzt mal ein bisschen zu wirken. Wir versuchen jetzt, den heutigen Abend, dieses Programm mal ganz in uns aufzunehmen, es auszukosten. Danken bei der Stelle, glaube ich, auch dem wunderbar einfühlsamen Begleiter Bela Fischer, ohne den der Abend auch nicht der Abend wäre. Ja, und dann schauen wir mal, was wir für Pläne noch haben. Ja, es wäre mal einen Versuch wert. Also diese ernsthafte Beschäftigung mit großen Themen, mit großen Frauenrollen und Schicksalen finde ich schon besonders interessant, weil auch wenn sie immer Einzelschicksale sind, sie eben etwas übers Leben erzählen. Und ja, wenn man da eintaucht und sich darauf einlässt, wird es dann automatisch auch tiefer. Und aber ich habe durchaus Lust, auch mal was Amüsanteres zu machen. Wir machen jetzt hier am Theater ja dann als nächstes ein Kammerspiel, eine kammerspielartige Komödie, ein neues Stück von Stefan Vögel, wo ich auch mit dabei bin. Also das geht schon mal so ein bisschen in diese Richtung. Und ja,
schauen wir mal, wie viel Lachpotenzial wir haben, wie viel Esprit für vielleicht auch Kabarett. Mal sehen. Aber schon kurz nach der Geburt überraschte Rico ihren Mann mit ihrem Wunsch nach Scheidung. Ihre knappe Erklärung lautet: Ich langweile mich. Dass ihr Mann daraufhin die gemeinsame Tochter nur noch ein paar Mal besucht, überrascht und schmerzt sie zugleich. Schon ein paar Wochen nach der wirklich anstrengenden Geburt steht sie 1954 wieder auf den Brettern, die die Welt bedeuten, nämlich auf der Bühne des Olympia. Charles René, den alle Franzosen vergöttern, hat dieses Chanson, das einen sehnsuchtsvollen Blick auf den Ort ihrer Kindheit wirft, für sie geschrieben. An einem kleinen Tisch in einem Restaurant.